Ja, also wir stehen in Ladenburg am Stellplatz, den zeigen wir später noch, und sind jetzt auf dem Weg nach Heidelberg, haben das Navi eingestellt, das sind ungefähr 13, 14 Kilometer bis Heidelberg, und dann sind wir aber schon beim Schloss oben. Und spätestens da melden wir uns wieder. Mhm, vielleicht kommt nur ein Hebewerk. Ja. Ich hoffe, dass ich mein Herz nicht verliere. Nee, das ist ja kein Hebewerk, das ist eine Schleuse, Ja, ist ja zum Hebewerk. Ah, okay. Ja. Und ich hoffe, dass ich mein Herz nicht verliere. Du hast es doch schon verloren, oder? In Heidelberg verliere jeder sein Herz. Ich will aber nicht dich verlieren. Müssen wir uns überlegen, sollen wir nach Heidelberg oder nicht? Ja. Wir riskieren es einfach. Richtig, da kommen die Radler. Und die fahren auch nach Heidelberg. Ja, genau. Und wir auch. Das machen wir jetzt. Ja. So, jetzt sieht man das Schiff da reinfahren. Und das wird jetzt runtergefahren. Mann, was ist da was los, hä? Ja, ich halte Heidelberg. Ja. Und heute ist Sonntag. Wunderschön, also. Und kein Berufsverkehr und trotzdem, klar, Ausflügler, viele Touristen. Die Menschen genießen das schöne Wetter und die schöne Gegend. Also, ja. Ich weiß nicht, ob du das jetzt etwas zu hoch gehalten hast. Ich wollte halt, dass alle irgendwas sehen vom Neckar, ach, weil es ja hier wunderschön ist. Ja. Schau mal. Also, und die Fahrradtour von Ladenburg hierher ist gut gegangen, oder? Kein Problem, ja. Die Fahrradwege sind sehr gut ausgeschildert, wobei ich sagen muss, ohne Navi hätte ich manchmal etwas überlegt, ob das richtig ist, wie wir fahren. Ja, manche Stelle, aber manchmal ging es ja auch nicht anders. Also gerade am Zoo, Heidelberg hat einen Zoo, und da habe ich keine Fahrradschilder gesehen dann. Ja. Aber irgendwie war das trotzdem logisch, irgendwie, wie man fährt. Für die OC, ja, für mich nicht. Ich bin halt nach dem Navi gefahren. Ja, eben. Und ich wäre jetzt auch lieber über die alte Brücke gefahren, als hier jetzt auf dieser neuen. Ja, aber wenn das Navi sagt, wir müssen über diese Brücke, dann müssen wir halt über diese Brücke. Definitiv. Ja. Aber vielleicht schaffen wir es auf dem Rückweg über diese alte Brücke. Glaube ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, dass ich eine Route rausgesucht habe, die auf der anderen Seite vom Neckar zurückführt nach Ladenburg. Wir werden es überleben. Ja. Also wir wissen, wo oben ist, oder? Ja, wie immer. Wie immer. Schweißgebadet von E-Bike. Ja, aber zum Schluss ging es ganz schön steil hoch. Ah ja, eben schon, ja. So, aber und jetzt genießen wir die Aussicht. Ein Kopfsteinpflaster war da noch. Das ist dann auch noch etwas schwierig zum Fahren. Ja. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was sich hier so für einen Rundblick bietet, oder? Genau. Hat es sich gelohnt? Ich denke schon, aber wir haben ja noch nicht viel gesehen. Wir müssen erst mal noch rundlaufen. Hat sich jetzt schon gelohnt. Oh ja, die Aussicht ist bombastisch. Ja, sollte man schon mal gewesen sein, im Schloss in Heidelberg. Schön, Ossi, oder? Ja, sehr schön. Interessant.
klar über die Geschichte Heidelbergs, haben uns sogar informiert. Wir wollten einfach nach Heidelberg und ja. Auf Schluss. Und ich wollte aufpassen, dass ich mein Herz nicht verliere, aber da ist ja noch. Ja, ich bin immer noch da. Muss ja. Aufpassen bei denen vielen Leuten, dass ich verloren gehe. Ja, und jetzt sind wir fertig. Ja, wir gucken das noch ein bisschen rum. So schnell geht es ja auch wieder nicht. Und dann sind wir fertig. Und dann sind wir fertig. Dann gehen wir noch runter in die Altstadt. Sind wir doch gerade durchgefahren. Nein, da unten auf dem schönen Platz. Vielleicht okay. Können wir noch was trinken. Und uns nochmal melden. Vermutlich. So, und weil es hier keine Brücke gibt, zum fahren wir mit der Fähre. Da steht die Ursi und macht ein Foto. Die Fähre jetzt nach Ladenburg und dann sind wir schon gleich wieder am Stellplatz. Ursi, das war doch eine wunderschöne Rundfahrt, oder? Ja, war sehr schön. Also Ursi auch zufrieden. Ja, ich meine, heute ist Sonntag und von daher war jetzt nicht viel Verkehr. Aber unter der Woche, denke ich, ist es da ein bisschen anstrengender, weil das der Radweg oder... geht ja meistens durch die Ortschaft genau durch. Es gibt zwar viel Radwege, Rad- und Fußweg kombiniert, aber heute war ja wenig Verkehr und von daher war das super. Ist immer schön bestimmt. Vermutlich, vor allen Dingen mit der Fähre fahren. Kaum ist man drauf, schon legt man wieder an. Wir müssen schon wieder Schluss machen, wir müssen die Fähre räumen. Ja. So. Da fährt sie da hinten, die Fähre. Nach Neckar, Ossi? Nach wo fährt die Fähre jetzt hin? Die Ossi weiß es nicht, wo sie hinfährt. Überfahrt kostet für zwei Räder und zwei Personen 1,20 Euro. Kann man sich leisten, ist aber auch nicht sehr lang. So, und mit dem Wohnmobil darf man die Fähre nicht benutzen, weil eine Aufsitzgefahr besteht. Und da haben wir auch die Preise. Also das kann man sich leisten. So, jetzt sind wir noch am Fischerfest. In Ladenburg. In Ladenburg. Mhm. Und da essen wir noch Seelachsfilet. Wildfang. Ja klar, Seelachs gibt es nicht als Zucht. Aber Zander ist Zucht. Mhm. So, schmeckt's da? Ausgezeichnet schmeckt es mir. Im Festzelt habe ich auch noch keinen Seelachs gegessen. Nee, aber ist ja auch ein Fischerfest. Ja, genau. Mhm. Und ohne Bier. Kommst du ja noch eins holen. Mach ja. Müller Thurgau. Im Wasserglas. Pilz. Pilz? Ja. Oh, auch nicht im Pilzglas. Nein, in der Halbe. Aber, ja. So genau kann man es ja wohl nicht nehmen auf so einem Fest, oder? Nein, oder wir sind ja hier in keiner Weingegend. Ach so, ja, das ist auch noch. Stimmt. Ja, siehst du. Ja, genau. Und wir sind ja in einem Fischzelt. Da war ich noch nie. Warst du schon mal in einem Fischzelt? Im Fischzelt nicht. Siehst aber auf einem Fischerfest schon. Aber nicht in einem Fischerfestzelt war ich noch nie. Also, wir stehen jetzt hier in Ladenburg. Das ist zwischen Heidelberg und Mannheim mit einem wunderschönen Wohnmobilstellplatz. Ja. Und ich habe jetzt schon gedacht, ich könnte hier sagen, dass die Schwaben gar nicht das Auto erfunden haben. Denn das hier stehen wir vom Karl-Benz-Museum. Aber er hat nur hier gewohnt und ist nicht hier geboren. Und ich glaube sogar 25 Jahre hat er hier gewohnt. Ja, ich habe es ja fotografiert. Aha. Ja. Also, jetzt schauen wir dann noch zur ersten Garage der Welt. Die gibt es hier auch. Und das sind hier keine Schwaben, aber wie wir erfahren haben, auch keine Badener, nein, sondern es sind Kurpfälzer. Ja, wir sind hier in der Kurpfalz. Genau. Und da ist auch noch ein schöner Wasserturm. Liegt schön am Neckarufer. Mhm. Also, durchaus
sehenswert. Und wir schauen noch ein bisschen in die Ortschaft rein. Ja, da scheint es einiges noch zu geben, was man sich anschauen kann. Genau, das machen wir jetzt. Ja. Das hier ist die erste Autogarage weltweit. Die gemauerte. Die Ursel sagt es genauer, die gemauerte. Nicht die erste Garage, was war dann die erste? War da aus Beton, oder? Vielleicht aus Holz. Aus Holz, meint die Ossi. Ja, weil das soll die erste gemauerte Garage sein. Also, die Ossi sagt Bescheid. Ja. So, jetzt fahren wir weiter. Kommst du nochmal her, Ossi? Also, historisch habe ich mich nicht sonderlich befasst mit der ganzen Gegend. Gell, Ossi? Nein, haben wir nicht. Aber das steht da, dass es ständigen Streit gab zwischen den Herzogen der Kurpfalz und dem Bischof von Worms. Aber das ist nicht so unser Metier, oder? Nö. Nicht? Sagen wollten wir es euch mal. Ja. Schön hier. Ja? Domstadt. Also erstaunlich, was in den kleinen Städtchen alles da ist. Ich habe Ladenburg eigentlich vorher noch gar nicht gekannt. Du auch nicht? Nein, natürlich nicht. Ja, und ist ja ein wunderbares Städtchen, kann man gut hierher fahren. Ja. Für die ganz genauen von euch, das war übrigens nicht der Herzog von Pfalz, von der Kurpfalz, sondern der Kurfürst. Also die Pfalz war offensichtlich auch eins der 7 Kurfürstentümer. Jetzt haben wir das auch klargestellt. Zum Stellplatz von Ladenburg. Das sind 2 Plätze, also der Hauptplatz und ein Ausweichplatz. Und wir fahren jetzt zum Hauptplatz. Und da ist auch gleich die Versorgungseinrichtung. Die Zellen sind alle parzelliert. Abfallentsorgung gibt es genügend. Ja. So, hier haben wir die Entsorgungsanlage. Das ist alles wunderbar, das funktioniert. Und da ist das Häuschen, wo man bezahlen kann. So, und da haben wir einen Stellplatz, alles parzelliert. Da ist übrigens der Gürstel, der jetzt dann gleich weiterfährt. So, schottert. Also alles soweit ganz gut. Strom ist auch vorhanden, kostet das Übliche. Und der Preis für die Nacht sind 10 Euro. Das ist schon gewaltig, meiner Meinung nach, für einen Stellplatz. Aber es ist okay, es ist im Rahmen. Liegt ja auch schön, auch für Ausflüge, Radausflüge, auch nach Heidelberg. Also man kann den Stellplatz absolut empfehlen. Es ist auch nachts schön ruhig, wenn die Ursel nicht schnarcht. Macht sie nicht. Also Ossi, fahren wir weiter. Ja, wir waren jetzt hier 2 Nächte. Ja. Es war sehr schön, sehr ruhig. Ich habe sehr gut geschlafen. Und am ersten Abend, da stand uns gerade nebenan ein Ehepaar aus der Pfalz, also Pfälzer Winzer. Ja. Und mit denen hatte man dann eine Weinprobe von ihrem mitgebrachten Wein. Muss sagen, Pfälzer Wein. Nicht schlecht. Ja, wenn es um Alkohol geht, habe ich sie nicht zu bremsen. Haben wir ein Problem mit Alkohol? Nein. Nein, solange wir einen haben, nicht. Ja. Höchstens ohne. Also in diesem Sinne, ciao. Ne? Ja, tschüss, wir fahren weiter. Bis demnächst tschüss. Wieder.